Und nun am Wort Wolfgang Gerstl, ÖVP. Danke, Frau Präsidentin. Lieber Peter Wittmann, du warst schon mal sachlicher. Zum Bundesministeriengesetz hast du jetzt so viel wie gar nichts gesagt. Gestern im Ausschuss habt ihr noch versucht, es inhaltlich zu zerpflücken. Es zeigt, dass inhaltlich nichts mehr zu zerpflücken ist nach der Polemik, die du jetzt gesetzt hast. Denn es war Theaterdonner, wie heute schon gesagt worden ist, dass man heute nicht über das Bundesministeriengesetz diskutieren können sollte. Was passiert da gerade? Es hat sich ein neuer Vorstand gefunden und der neue Vorstand setzt die Themen neu auf. Der neue Vorstand agiert nach den Themen, die heute notwendig sind. Digitalisierung, Modernisierung, ein Bildungsministerium, das von der frühkindlichen Förderung an bis zur wissenschaftlichen Förderung alles in einem hat, zukunftsorientiert aufgestellt. Und Ihr Altkanzler hat heute hier von dieser Stelle gesagt, er will, dass wir ins Handeln kommen. Dann sage ich Ihnen, stimmen Sie diesem Bundesministeriumgesetz zu, damit es eine Geschäftseinteilung für den Vorstand gibt, für die Minister hier. Heute können Sie zustimmen, dann können die Minister ins Handeln kommen, meine Damen und Herren. Gestern haben Sie noch kritisiert, dass im Bundesministeriengesetz Generalsekretäre vorgesehen sind. Und da haben Sie, Ihr geschäftsführender Clubobmann, hat noch gedacht, das wäre eine neue Institution. Ich habe es ihm gestern schon erklärt, dass das aus einem Bundesgesetzblatt aus 2000 schon festgehalten wurde, seitdem es das gibt. Aber heute habe ich mir noch die Mühe gemacht, nachzuschauen, wie denn die Generalsekretäre der SPÖ geheißen haben zwischen 2000 und 2017. Es waren drei Generalsekretäre. Ein Generalsekretär im Verkehrsministerium, der Herr Kasser, und zwei Generalsekretäre im Bildungsministerium. Und jetzt darf ich Ihnen vorlesen, als Sie die Generalsekretäre bestellt haben, wie Sie das benannt haben. Am 1. August 2009 wurde der Generalsekretär Hans-Peter Huber in das Unterrichtsministerium bestellt und das Büro der Frau Ministerin Claudia Schmid hat dabei verkündet, wofür diese Maßnahme dienen soll. Ich zitiere wörtlich. Die Bestellung, erklärte ein Sprecher der Ministerin gegen die ÖAPA, als weiteren Schritt der Weiterentwicklung effektiver Leistungs- und Verwaltungskultur. In diesem Sinne zur Weiterentwicklung effektiver Leistungs- und Verwaltungskultur hat auch diese Bundesregierung nun Generalsekretäre im Bundesministeriengesetz aufgenommen, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, es ist Zeit, dass ein neuer Stil Einzug hält. Es ist wichtig, dass man nicht mehr immer nur versucht, ein Haar in der Suppe zu finden, sondern es ist wichtig, das gemeinsame Ganze zu sichern und die Bundesregierung ins Handeln zu kommen. Mit der Zustimmung zu diesem Bundesministeriengesetz können Sie dazu beitragen, dass Österreich einen Schritt moderner wird, dass Österreich die Fortschritte und die Veränderungen macht, die notwendig sind, die vielleicht da und dort teilweise verhindert wurden. In dem Sinne vielen Dank und ich bitte Sie um Ihre Zustimmung. Danke, Herr Abgeordneter. So, Wolfgang Gerstl von der ÖVP.